Ja, wir haben keine Erwartungen gehabt. Wir haben einfach nur gemacht, gemacht, gemacht. Hochtraining, Baby! Let's go! Let's go! Seit 2015 haben wir jetzt bereits 10 Parks in Bremen und Niedersachsen mit aufgebaut. Und es kommen in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch ein paar mehr Parks dazu, wo wir auch die sportliche Betreuung halt quasi erledigen. Großes Ziel ist ein großes multimediales Zentrum. Heißt Räume für Sport, Räume für Veranstaltungen, Räume für Produktion, ob Medienproduktion, Musikproduktion, in Bremen auf die Beine zu stellen. Ja, wir sind hier in Grüner Düne, in der Nähe von Bahnhof Fegesack. Hallo erstmal, mein Name ist Minoe, ich bin 16 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Die Zielgruppe sind eigentlich hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Ich bin hier, um erstmal Freunde zu supporten. So, ne? Wir bilden so kleine Community, so trainieren zusammen, haben Spaß. Das Ziel des Trainings ist, ein bisschen Kraft zu bekommen, aber auch Freunde zu finden. Hier kommen ganz viele Kinder, ganz viele Jugendliche. Wenn man mal hier trainieren kommt, dann wird man auch ganz bestimmt mal Freunde finden. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für das Selbstbewusstsein, dass man mal auch mal soziale Kontakte hat. Jeder ist hier willkommen, kann mittrainieren und jeder hat auch Spaß. Ja, sehr viel Spaß. Das macht mega Spaß, auf jeden Fall. Ich muss noch die Klimmzüge lernen. Und die Liegestütze, da bin ich gut. Ich will auf jeden Fall stark werden. Ich lerne Disziplin, verschiedene Kraftübungen, Freundschaften zu knüpfen, eigentlich vieles. Mein Bruder motiviert mich immer, das freut mich. Es ist einfach ein Teil von meinem Leben geworden. Nur so ohne Sport geht es irgendwie gar nicht. Und ja, ich will nie aufgeben. Wir befinden uns ja hier im Creative Hub, im alten Bundeswehrhochhaus, wo wir seit Anfang des Jahres unser Büro haben und unsere Räumlichkeiten. Hier haben wir einen Hof und werden da auch auf dem Hof ein paar Sprüher dazu veranlassen, dass sie halt so ein paar Flächen noch besprühen. Und dann werden wir noch ein paar Sportgeräte da unten platzieren. Das heißt, die Leute können einfach jammen, Sport machen, Mucke hören, gute Laune haben.
Ich bin Miraj Ener, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Hochding, bin Student, studiere soziale Arbeit und bin für HOOD-Training am Start. Die Zielgruppe sind Hochdinger Jugendliche, die hier im Stadtteil ihre Zeit vertreiben, hier im Stadtteil rumgehen und mit Freunden einfach chillen. Das ist unsere Zielgruppe, mit denen zusammenzuarbeiten, dass sie ihre Zeit sinnvoll nutzen, dass sie was verändern in ihrer Perspektive, dass sie Fähigkeiten dazu lernen und dass wir die von der Straße wegbringen. Ja, man auf jeden Fall zum Trainieren, ne? So mit den Jungs zu trainieren. Man nutzt lieber hier das Angebot einfach, mit den Jungs zu trainieren, richtig Geräte zu trainieren und nicht einfach stumpf in den Gym so. Weil das einfach mir Spaß das macht. Auch für sich selber so zu trainieren und Körperaufbau und so weiter. Und dass sie aus dem normalen Alltag, den sie jeden Tag haben, rauskommen. Die Jugendlichen, sage ich mal so, sind sehr motiviert und haben auch Bock, neue Sachen zu lernen und sind auf jeden Fall lernbereit. Was lernt man hier so? Ja, Liegestütze, ja, Körperaufbau. Ja, auf jeden Fall, also ich merke es safe, ich habe auf jeden Fall weniger Schmerzen in den Sehnen und alles. Also körperlich geht es mir 100% besser. Kann man also auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Freund hat mal gesagt, dass es hier Training gibt und wollte ich mir angucken. Das war 2019, Ende des Jahres. Ich bin Vladimir Stiefel, 33 Jahre alt. Bin jetzt hier HOOD-Trainer seit Oktober 2019. Wir sind hier auf der Trainingsanlage in Stur. Da sieht man, da sind ein paar Jungs, die hier mittrainieren. Zielgruppe ist hier eigentlich so ziemlich jeder. Jeder, der irgendwie Lust hat, irgendwas zu machen. Hier dient dem Zweck einfach nur, dass wir uns gemeinsam alle fit halten. Dass die Jungs, die sonst nichts zu tun haben, einfach eine Anlaufstelle haben, wo die sich ausleben können, austoben können und dementsprechend ihre Aggression rauslassen. Vor allem lerne ich hier, diszipliniert zu sein. Physisch hilft mir das, besseren Körper zu haben, das psychisch ein bisschen mal abzuschalten. Ganz breites Spektrum. Der eine kommt und ist, sage ich mal, schon McFit-Profi. Wir haben hier ein paar ehemalige Kampfsportler auch mit dabei. Boxer, die schon mal geboxt haben. Ringe haben wir auch dabei, also vieles Verschiedene. Das ist unterschiedlich. Man verbessert sich in der Beweglichkeit, in der Ausdauer, in der Kraft. Viele kommen gucken, manchen ist das so anstrengend. Ich will einfach Spaß haben mit meinen Freunden hier. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Das Alter wird uns irgendwann alle einholen, deswegen will ich mich fit halten, ich will abnehmen. Das bringt mich einfach weiter. Wir sind hier so generell zufrieden. Auch das Feedback, was kommt, ist super. Thank you.
Moin, ich bin Caro, 25 Jahre alt und Trainerin von meiner Gruppe beim HUT-Training und von den HUT-Girls. Mein Ziel ist es, die Kinder zu animieren, zu motivieren, zu inspirieren, dass sie etwas für sich finden, was ihnen Spaß macht. Ein bisschen fitter zu werden, ausdauermäßig und ein bisschen Sport machen. Dass wir gemeinsam etwas erreichen, ob es ein kurzfristiges oder langfristiges Ziel ist, whatever. Mir ist aufgefallen, dass egal was für eine Übung es gibt, wo man früher gesagt hat, das kann man nicht, man kann es. Man muss nur klein anfangen. Ich schnappe sie mir entweder auf offener Straße, an der Trainingsanlage zum Beispiel, an den Orten, in den Brennpunkten oder halt über Instagram und Facebook. Und so entsteht dann eine schöne, meistens große Gruppe. Das macht mir halt Spaß, täglich hier hinzukommen und Sport zu machen. Bevor sie zum Training kam bei mir, die erste Stunde war sehr chaotisch. Sie hatten keinen Bock. Sie waren sehr laut und sie waren sehr frech. Manche sind auch einfach gegangen und haben unter anderem auch schlimme Wörter benutzt. Den anderen Teilnehmern gegenüber und mir gegenüber. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Liegestütze sind jetzt nicht so viele gut drin und sagen, ja, Frauenliegestütze, wo Männer uns eigentlich immer auslachen, das gibt's hier nicht. Ich bin danach viel entspannter. Calisthenics, Planke, Kniebeugen, Liegestütze. Ausdauer, Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Ich war früher ein bisschen dicker und ich bin jetzt ein bisschen dünner geworden und das hilft mir. Ich würde es an jeden empfehlen, weil es mir, wenn ich Sport mache, Spaß macht und ich so gesagt ein Hobby habe. Weil ich so oft versucht habe, abzunehmen oder Sport zu machen, aber immer nach so ein, zwei Monaten die Motivation verloren habe. Da, wo ich eigentlich aufhören würde, mache ich dann trotzdem weiter, weil ich weiß, wir sind ein Team. Ich habe auch gute Trainer, Trainerinnen, das gefällt mir. Ich würde es allen Frauen empfehlen, weil es ist mal etwas nur unter Mädchen. Eigentlich allen. Ich reposte das ja auch immer wieder. Alle sind so füreinander da und unterstützen sich. Und ja, ich würde das all meinen Freunden empfehlen. In letzter Zeit sind wir ziemlich fleißig mit Veranstaltungen, die wir organisieren. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. Ich finde es halt ganz wichtig, dass man halt solche Veranstaltungen auf die Beine stellt, um einfach Promo zu machen für das Movement, dass wir da sind, dass wir halt quasi ja, das anbieten, was wir anbieten. Und um die Community auf die Beine zu stellen und halt zusammenzuhalten. Worum geht's heute? Es geht heute darum, wirklich nur miteinander Spaß zu haben, okay? Das ist Regel Nummer 1. Hey!
Dann haben wir unser 10-jähriges in Bremen-Gron, in Bremen-Nord organisiert. Da haben wir mehrere Elemente zusammengebracht, also Graffiti, Calisthenics, Hip-Hop, Rap. Das Feedback war auch mega, also die Leute waren halt mega happy und wollen in Zukunft mehrere solche Events halt supporten, besuchen, dran teilnehmen. War jetzt nicht außerordentlich groß, aber dafür qualitativ mega gut und ja, wir sind happy. Also das ist Hip-Hop, das ist halt einfach auf die Straße und einfach machen und einfach durchziehen, zusammenhalten und gute Stimmung haben, ja. Jetzt haben wir halt die nötige Technik und die nötigen Leute und können halt jederzeit problemlos solche Veranstaltungen organisieren und durchführen. Mittlerweile reagieren auch die Medien halt immer fleißiger auf unsere Anfragen und unterstützen das, machen Shoutouts. Kommen vorbei, berichten. Mein Name ist Jakob, ich bin 28. Wir sind hier in Delmhorst, in der Kraftanlage, bei der Calisthenics-Anlage hinter dem Skatepark. Die Zielgruppe sind im Grunde alle Kinder und Jugendlichen, die Lust auf Sport haben, die Lust haben, sich zu bewegen und gemeinsam mit uns sich sportlich zu betätigen. Die Kinder auf Straße zur Seite zu bringen und mit ihnen Training zu machen. Also zum einen geht es erstmal darum, die Kinder für Sport zu begeistern, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ein Interesse für Sport und für Bewegung zu entwickeln. Um Spaß zu haben und zu trainieren, durch das werde ich halt immer besser. Insofern ist das Ziel, erstmal einen Kontakt zu den Kindern herzustellen, Kontakt zu den Jugendlichen aufzubauen, eben über Sport und sie so für Sport zu begeistern und an Sport heranzuführen. Die etwas Älteren, die dann auch schon etwas ambitionierter trainieren, sich gegebenenfalls sogar dann irgendwann auch für Wettkämpfe vorbereiten und so weiter. Die trainieren natürlich intensiver und länger. Die ganz jüngeren Teilnehmer, die gerade vielleicht neu dabei sind, deren Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich nicht so lange, die trainieren dann vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde mit. Dann reicht das auch erstmal. Wir schaffen es eigentlich, die Teilnehmer, die zum Training kommen, auch regelmäßig zum Training zu begeistern und auch an uns zu binden. Das heißt, so ein bisschen Teil von dem ganzen Movement werden zu lassen. Wie man mit anderen Leuten umgehen kann, mit anderen Nationalitäten, andere Religionen. Sie identifizieren sich sehr schnell mit dem Projekt. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sie sehr schnell sich mit dem Projekt HUT-Training und mit der ganzen Initiative dahinter auch identifizieren und das selber mittragen und Bock haben, das auch zu pushen, indem sie zum Beispiel Sticker verkleben, indem sie die Kleidung tragen. Und insofern würde ich sagen, ist das Ziel in sehr vielen Fällen erreicht. Ich glaube, ohne das Training wäre ich irgendwo auf der Straße oder in die Heimat zurück. Es verändert mich halt, dass ich irgendwie so ausgepowert bin. Ich bin in letzter Zeit ruhiger geworden. Ja, früher hatte ich keine Ausdauer, jetzt habe ich mehr Ausdauer. Wir sind alle eins hier. Egal woher du kommst, egal was du bist. Wir sind alle Familie, wir trainieren zusammen, wir helfen uns zusammen. Das war's. Mach Druck!
Mein Name ist Sergej Wittmann. Ich mache das Training hier in Gröpeling, bin hauptberuflich Lehrer. Ich komme ja eigentlich aus dem Boxen und daher mache ich natürlich auch eher ein klassisches Boxtraining. Sparring tatsächlich, weil das die einzige Möglichkeit ist, wo man mal so körperlichen Kontakt tatsächlich hat. Man muss sich ja schon bei jedem Training irgendwie ein bisschen behaupten, gegen sich selber kämpfen. Auch so beim Boxen ist ja quasi der größte Gegner man selbst. Wenn man nicht mehr kann, fängt es erst an quasi. Das Angebot ist im Prinzip an alle gerichtet, die sportinteressiert sind. Natürlich versuchen wir schon, die Jugendlichen hier im Stadtteil irgendwie anzusprechen. Die sagen dann schon immer mal wieder, dass es irgendwie so einen positiven Effekt auf die hat. Es hilft mir halt dabei, so ein bisschen das Selbstbewusstsein weiter mit aufzubauen. Ich liebe die Herausforderung. Ich liebe das mit jedem, egal ob klein, ob groß, zu trainieren. Das ist eine Herausforderung an sich. Läuft gut, ne? Wie ihr seht, ne? Es sind ja ein paar Leute zu sehen. Ich komme gerne hier, weil der Team ist so gut und freundlich und alle hören dich zu. Es macht halt sehr viel Spaß, weil man ganz schön viel lernt, die Leute ziemlich korrekt sind. Sergej behandelt einen mit Augenhöhe und mit viel Leidenschaft dabei, mit Herz. Ich lerne hier am meisten Hemmung, Angst loszuwerden, eigene Größe. Disziplin auf jeden Fall, Pünktlichkeit, Verantwortlichkeit, ja, zuverlässig, Kraft. Ich habe auch schon relativ vielen Leuten von mir Bescheid gesagt. Normalerweise sind wir zu 5 oder 6, die hier hinkommen. Ich rufe jedes Mal meine Freunde und sage, Digga, geh weg von der Straße, komm, wir machen Training bei Gröpelingen und nicht Zeit verschwinden auf die Straße. Dich stolz zu machen und sagen, ey, ich habe heute was Gutes gemacht. Mittlerweile ist das Team jetzt auch größer geworden. Wir sind im Managementbereich 5 Personen mittlerweile und 10 im sportlichen, pädagogischen Bereich.
für alle möglichen Sachen, wo die Jugendlichen Bock zu haben und wo die auch was von professionellen Künstlern, Artists lernen können. Each one, teach one. Mit der Hoodwork GmbH planen wir jetzt auch im Oktober durchzustarten mit dem Online-Shop, wo wir auch Sportequipment verkaufen können, dürfen endlich. Und auch Merchandise-Artikel, auch Workshops und Trainings und Events, Beratung, Parkbau. Und es kommt halt noch einiges auf uns zu demnächst. Da sind wir immer fleißig bei, Werbung für zu machen. Zieht ihr euch hoch?
Also ich will auf jeden Fall für immer gesund bleiben und ja, später einen guten Job haben. Was ich mir wünschen würde, persönlich, ist, dass wir mehr solche Anlagen haben, überall in Deutschland. Weil es gibt jetzt immer mehr und mehr Begeisterte, die auch gerne trainieren würden, aber manchmal fehlen auch die Anlagen. Ne? Das ist das Problem. Dass wir mehrere Anlagen bekommen in jedem Stadtteil und dass wir in jedem Stadtteil wirklich auch die Jugendlichen ansprechen können und mit denen vor Ort auch arbeiten können. Das wird die Idee hinter Hoodtraining und die Idee davon, Jugendliche irgendwie für Sport zu begeistern, irgendwie groß machen können. Ja, und mittlerweile sind wir jetzt hier und haben halt zwei Firmen, GmbH, gemeinnützige GmbH, und sind jetzt auch Träger der Freien Jugendhilfe anerkannt. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Leute treffen sich, Leute haben Spaß zusammen und genießen die Zeit. Community wird aufgebaut. Ja, so, da sind wir jetzt gerade. Gibt keine Grenzen. Wir machen halt immer weiter. Wir sind fleißig, wir sind hungrig, wie seit Tag 1. Also, ich bin gespannt, was so alles auf uns zukommt, und stay tuned. Wer Bock hat, der kann halt immer sich bei uns melden und mit uns gemeinsam alles zerreißen.